Okay, heute war Wandertag 4 in Schweden. Ja, nach einer relativ kurzen Nacht, es hat zwischendurch mal wieder geregnet, war es dann morgens relativ trocken, toller Sonnenschein, aber der Weg war wie erwartet gröllig. Gröllig, Schneedecken, steil, schwierig, aber ich habe es überlebt. Aber es war auch wunderschön, ging vorbei an zwei schöne Seen, die noch mit Eisschollen bedeckt waren. Ja, es war auf jeden Fall eine tolle Landschaft. Ja, am Nachmittag hat es wieder ein bisschen geregnet, kurz, aber nicht viel. Heute gibt es mal das Video außerhalb des Zeltes, weil es mal relativ trocken ist, oder zumindest ist es absehbar, dass es nicht regnet. Ja, wie es denn hier so aussieht. Wir haben hinter uns Berge und dann geht es da hoch Richtung das Tal, wo ich quasi runtergekommen bin. Da vorne sieht man auch mein Unterhemd, was gerade mal trocknet, denn wie man hier sieht, Wasseranschluss, heißt mal ordentlich gewaschen und auch mal das Unterhemd. Beziehungsweise das T-Shirt gesäubert und jetzt. Und da geht es morgen weiter Richtung, ja, wieder weiter Richtung. Was gibt es da zu essen? Wasser kocht, wie man hier sieht. Das gibt es heute oder gleich. Ich bin gespannt. Morgen wird es auf jeden Fall entspannt, denke ich mal. Es geht wieder schön durchs Tal. Die eine Hochtour habe ich gecancelt nach den heutigen Sachen, denn wenn ich mir da die Bilder anschaue, würde ich sagen, da geht es nicht hoch. Na, aber, oder es geht nicht runter, aber es ging hoch und es musste runtergehen. Und war heute auf jeden Fall sehr abenteuerlich und ja, ich hätte jetzt Bock auf ein Bier nach der harten Nummer heute, aber ja, hilft aber gleich nur der Tee. Euch noch einen schönen Tag.